Heute ist der heißeste Sender Europas. Vielen Dank. Und ich hoffe, Sie zu Hause und Sie hier im Studio kommen alle mit dieser Hitze wahnsinnig gut zurecht, oder? Sie wissen ja, genügend trinken, sich schonen, schnelle Bewegungen meiden. Heute habe ich gelesen, man hat sogar kurz überlegt, die Bundesliga am kommenden Samstag auf den späten Abend zu verlegen. Weil man sagt, man soll sich sozusagen schonen. Man soll sich kaum bewegen beim Sport. Das heißt, was wir fußballerisch jetzt haben, ist das sogenannte Mario-Basler-Wetter. Ich habe gesagt, geht das mit dem Verlegen, oder? Es ist so heiß. Es ist so heiß hier beim Sex, sogar Frauen schwitzen. Der sympathische Einstiegsscherz für die ganze Familie. Oder? Ich frage beim Fußball, okay, es ist unangenehm, aber ich bin kein Fußballprofi, aber ich denke mir, also die meisten Bundesliga-Profis fühlen sich doch bei diesen afrikanischen Temperaturen wie zu Hause. Ja. Nein, Verlegung auf den späten Abend geht nicht, weil zum einen muss da Olli Kahn in die Disco und die meisten ARD-Reporter sind schon im Puff. Helmut Zahlen und Ben! Meine Damen und Herren, haben wir einen Gast, der trotz ihres umfangreichen Terminplans es geschafft hat, heute Abend hier vorbeizukommen. Heute Abend bei uns Jeanette Biedermann. Wow! 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 Und ich erinnere vielleicht noch mal dran, bevor wir dann in die Ferien gehen. Unser Liebling des Monats, Moderatorin der neuen Sat 1 Blockbuster Show ab Herbst. Warum nur? Barbara Ehrlichmann. Ja. Yeah. She's back again. Jeanette Biedermann heute Abend bei uns zu Gast. Nicht nur auf einer riesengroßen Tournee mit über, glaube ich, 200.000 Zuschauern pro Konzert, sondern auch Mitglied in der Jury für Star Search. Ich habe heute Morgen reingeguckt bei uns im Frühstücksfernsehen. In Star Search? Nein, da waren zwei Models, die beide ins Halbfinale gehen. Das morgen ist. Bitte? Morgen ist das Halbfinale. Morgen ist das mit Spannung erwartete Halbfinale. Und ich bin froh, dass ich nicht in der Jury bin. Es ist nicht einfach, wofür man sich da entscheiden muss. Beide hatten schon ziemlich professionelle Modelbewegungen drauf. Ja. Ja, diese Models stehen ja immer irgendwie so ganz speziell. Die standen da auf der Dachterrasse. Ja, ja, die senden jetzt draußen, weil es so, ja, so happy ist, ist, weil ja, fun ist, weil ja, man Hawaii-Hemden ansieht. Ja, und die standen, die sind 1,80 groß beide, sehen toll aus. Und sie stehen aber schon auch morgens um 7:30. Und wenn sie was gefragt werden, dann antworten sie. Hey. Ja. Ja, und sie haben diesen Gesichtsausdruck, den ich von Hansi Hinter sie erkenne. Gut, schau's aus. Und die Moderatorin hat die eine gefragt, wie groß seid ihr? Ja, 1,80 Meter. Ja, gibt's denn überhaupt Männer? Wie, im Wettbewerb? Nee, für euch? Ach so, ja, schon, aber da müssen wir flache Schuhe anziehen. Du sollst die flachen Schuhe nicht vergessen. Wichtige Regel. So, wir sprechen ja tagsüber hier auf den Fluren Lateinisch, meine Damen und Herren, um geistig uns frisch zu halten. Ja? Und der Satz Pecunia non olet, der in etwa was bedeutet, Professor Andrax? Ja. Der Kaiser Vespasian hatte Steuern auf die öffentlichen Toilettenanlagen in Rom genommen. Und dann hat sein Sohn gesagt, das ist aber irgendwie ziemlich finster, dass man jetzt fürs Kacken auch schon irgendwie Geld zahlen muss. Ja. Und dann hat er ihm das erworbene Geld unter die Nase gehalten und hat gesagt, riecht das, ist doch gutes Geld. Und seither gibt es diesen Spruch, Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Geld stinkt egal nicht. Wie es erworben wurde. Ja, wir sind eigentlich auch drauf gekommen, weil wir neulich im Wissenschaftsteil der FAZ, wo man wahrlich Themen genug hat, das Thema Flachspülung und Seitenspülung analysiert hat. Ja, also hier kann man nochmal diese, also das war eher so ein Gemeinschaftserlebnis in Rom, da hat man sich dann nebeneinander gesetzt. Ja. Und also hier sieht man, da haben die Herrschaften dann irgendwie nebeneinander gesessen. Ja. Und da wurden dann hier in dem Wissenschaftsteil auch nochmal die unterschiedlichen Spülarten gezeigt. Spülarten. Also Tiefenspülung.
Ich wusste auch gar nicht, dass das Flachspüler und Tiefspüler heißt. Ich dachte, es seien Schimpfworte. Ja? Finger weg, du Flachspüler. Oder so. Nein, es sind die unterschiedlichen Toiletten, die vor allem Freunde, die auf du und du mit dem eigenen Stuhl stehen. Ja. Ich sag das mal medizinisch anspruchsvoll. Ja? Wenn man den eigenen Stuhl konsultiert. Jetzt inspiziert. Nicht im Sinn, bitte? Inspiziert. Ja, nicht im Sinn von abendlangen Gesprächen, aber einfach inspiziert. Ich sage nur Thema okkultes Blut. Ja. Ja? Dann ist natürlich die Frage, wenn man dem Arzt eine Stuhlprobe bringt. Da bringt man ja nicht, wie es früher die Landbevölkerung gemacht hat, einen Eimer mit Deckel drauf. Sondern man hat so ein kleines Briefchen und macht da Abstriche schon zu Hause. Briefchen? Röhrchen? Nun, an Röhrchen eigentlich nicht. Röhrchen also ich mit Briefchen, so wie Streichholzbriefchen. Da kann man schon mal im Suff die Briefchen verwechseln. Und dann abends in der... Ja, brennt widerlich. Ja. So, da sind natürlich die Herrschaften von Tiefspülern benachteiligt. Ja. Weil der Stuhl rasch verschwindet. Das ist ja der Zweck des Tiefspülers. Dass die auch das, der Geruch eben durch die Bedeckung des Wassers... Ja. Und deswegen wird bei diesem Briefchentest dann vorgeschrieben, Zeitungspapier reinzulegen. Ach, ehrlich? Ja. Und das dann natürlich bitte mit abzuspülen und nicht nochmal nach dem Motto, Schatz, nimm nochmal beim Frühstück die Zeitung vom Gesicht. Ja, das muss man alles erklären, ja, oder? Ja. Mental bin ich Landarzt und sowas habe ich nicht schon alles von Landarztärzten gehört. Bringen Sie bitte Urin mit. Wirklich kamen Bauersfrauen, die Literflaschen gebracht haben, ja, mit Urin von vergangenen Tagen, wo schon Staub außen festgeklebt war. Das muss man doch auch mal sagen, bei allem, was an unseren Ärzten rumgenörgelt wird. Mit Gesundheit zu formen, das kennst du alles nicht, oder? Nein, nein. Ja. Bin kein. Kennst du denn Absaugeklosets? Das habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Das gibt es wohl in den USA viel. Ich kenne sie aus den Flugzeugen. Nein, Moment. Nein. Sind das die? Das sind andere. Das sind hier die Vakuumtoiletten. Unterdruck. Ja. Oder so abgesaugt. Wie machen die? Und was sind das für welche? Na, die Absaugeklosets, das gibt es wohl viel in den USA. Da wird erstmal alles hochgespült. Da wird so viel Wasser reingespült, dass man Angst hat, es kommt alles raus. Ja? Und dann wird es eher so weggesaugt. Genau. Und ich in und ja. Aufgepasst, Wetten, das Macher. Ja. Ich erkenne den Spültyp am Geräusch. Genau. Ha, servus, ja. Na, Timmy, also fangen wir mal an. Ja. Wusch. Ja, und der. Kann ich das Wusch nochmal haben? Wusch. Ja, und der Italiener und Franzose hat es halt am liebsten auf dem Hock-WC. Das kennt man ja auch. Ja, übrigens das Hygienischste. Muss ja man sagen. Übrigens habe ich da neulich einen erstklassigen Bericht in der ARD gesehen über den Toilettenmann im Zoo Hagenbeck in Hamburg. Ach, ehrlich? Der ist fantastisch. Ein absoluter Gentleman, weißes Dinnerjacket, picobello. Die Zoos, die Klos in der Toilette in Hamburg, da kannst du vom Boden essen. Ja? Nur er hat natürlich gesagt, er hat auch Ärger, weil gerade Damen aus der sogenannten besseren Gesellschaft, ja, er hat es vorgemacht. Nein. Ja, um sich nicht die Schüchen, die Flipflops voll zu machen, ich hoffe, das geht hier. Es geht eigentlich schlecht, weil da hinten ist keine Wand. Der Wärter vom Zoo Hagenbeck hat so gehen die Pöseldorfer Tanten, ja, so drauf, sitzen so, ja, und er muss alles aufwischen. Ist ja unglaublich, oder? Um sich nicht die Prada- und Chilsander-Schüchen voll zu pissen. Ja, aber werden die nicht dann gerade da durch die Spritze und, ne? Ich weiß es nicht. Er hat sie auf jeden Fall empört, weil er sieht es genau, weil natürlich noch die Fußabdrücke auf den Rändern sind. Alles diese sozusagen vom alten Rom zum Zoo Hagenbeck hat uns auf die Überlegung gebracht, wie sieht es eigentlich aus in unserem Wellness-Bereich draußen, wo unsere großartige Mitarbeiterin Lisa Juchem Tag für Tag sitzt. Und wir haben gedacht, wir haben das ja alles unter Kontrolle, kameratechnisch aus Sicherheitsgründen. Wir schalten mal raus zu ihr. Hallo Lisa. Hallo. Wie ist es heute? Ist es sehr heiß bei Ihnen da draußen? Ja, ich habe jetzt einen Ventilator. Ach toll. Ja, der bleibt aber auch nach der Aufzeichnung, ja? Ja, ich hoffe es. Nicht nur, dass wir den reinstellen. Wie war das Geschäft heute? Ich sehe, es liegt einiges an Münzen im Teller. Im Durchschnitt. Im Durchschnitt? Ja. Ja? Wie sind die Leute höflich, wenn sie zu Ihnen kommen? Nicht alle.
Wie äußern sich die Unhöflichen? Wie merkt man das? Naja, die Jungen, wissen Sie, die, naja... Ja, sagen Sie mal. Nee. Na, wie soll ich denn das sagen? Nö, also frei von der Leber weg. Ja, die Jungen, die haben ja keine Ahnung davon, was das ist oder wie das ist, wenn man da sitzt. Ja? So ist das. Wie ist es denn, wenn man da so sitzt? Herrlich. Herrlich? Ja. Aber mit diesem Sessel, den hat nicht jeder Chef, oder? Nein, natürlich. Ja. Ich habe hier die Statistik, Lisa. Heute waren 262 Zuschauer insgesamt und man sollte es nicht glauben, 217 davon waren auf der Toilette. Wahnsinn. Davon 121 Frauen und 96 Männer. Und davon, was glauben Sie, wie viele haben Trinkgeld gegeben? Schätzen Sie mal. Ja. Die Hälfte, ein Drittel, mehr als die Hälfte? Ja, mehr als die Hälfte. Ja? Ja. Leider nicht. Knapp die Hälfte. Nee. Knapp die Hälfte. Von 121 Frauen haben 47 Frauen Trinkgeld gegeben und von 96 Männern immerhin 42 Männer. Also die Männer sind... Die Männer sind eigentlich freigiebiger. Ja, genau. Ja, ja, das gibt, stimmt. Es gibt auch da keine Frauensolidarität oder so. Ja, ja, das stimmt. Ist das so? Ja. Was legen die so im Schnitt hin? Ja, 1 Euro. Nein. Manchmal auch 2. Wirklich wahr? Ja. 1 Euro? Im Schnitt? Ja. Also, nein. Muss ich das genau wieder sagen, was ich am Tag für 1 Euro an? Da werden Sie aber zu Recht sauer. Haben Sie denn irgendwas im Kreuzworträtsel, wo wir, haben Sie irgendwas im Kreuzworträtsel, wo wir helfen können? Nee, Herr Schmidt, nee. Nee, so war das nicht gemeint, um Gottes Willen. Ach, jetzt haben Sie Angst gehabt, wir werden ungehalten. In die Börse reingucken. Bitte? In die Börse. In die Börse? Ja. In welche Börse? Ins Portemonnaie. Sind Sie langsam böse? Nein. Zigarettchen? Wir wissen genau Bescheid. Lisa ist so höflich. Lisa ist so höflich, sie möchte ihre Kunden da nicht disavouieren. Wir wissen genau, 3 Herrschaften haben heute exakt 1 Euro Trinkgeld gegeben. Und waren damit Spitzenklasse. Und waren damit Spitzenklasse, nämlich eine Dame und 2 Herren. Ja? Ja. Wir können mal zeigen, wer das ist. Das ist die Dame. Ja. Dann heißt, ich habe es vorhin gesagt, Wucherzinsen bei uns. 100% Zinsen pro Tag. Die Dame hat 1 Euro gegeben. 100% macht 100 Euro Zinsen für diesen 1 Euro, werden jetzt Cash ausbezahlt. Grüß die Dame. Das hat sich doch gelohnt, oder? Ja, sehr. Wo kommen Sie her? Aus Essen. Waren Sie schon mal da? Nein, noch nicht. Zum ersten Mal? Ja. Sehr großzügig, schönen Dank. 100 Euro. Vielen Dank. So, jetzt schauen wir die beiden Herren. Ja, Lisa, haben Sie das nicht gewusst? Nee. So wären Sie auch mal gegangen, oder? Jetzt zeigen wir den einen der Herren. Schau, wie er sich hinten vorbeimogelt, der Blaue. Das sind die am Drehkreuz am Bahnhof drüber steigen. Ja? So, wo ist der Herr mit dem karierten Hemd? Jawohl. Wie heißen Sie? Weber. Und woher kommen Sie, Herr Weber? Marienheide. Ist das im Sauerland? Bei Gummersbach. Bergisches Land. Bergisches Land. Sehr schön, danke, dass Sie großzügig waren. 100 Euro für Sie. Danke. So. Und der nächste Herr? Das war der Herr, der gleich hinterher kam mit dem T-Shirt. Ich glaube, das ist der Partner von der Dame. Die geben alle 1 Euro. Das ist ja, ist das wirklich wahr? Das ist ja der Hammer. Ihr Mann oder
toll, da liegt es aber in der Familie, ja, bitteschön. Ja, aber das hat sich doch gelohnt, oder? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das hat sich aber gelohnt, oder? Ja. Lisa, ein bisschen sauer? Ja. Der Herr Andrak kommt und bringt auch einen Honi. Okay. Jetzt? Ja. Ja. Toll. So. Bitte schön. Ist das okay? Morgen wieder ein, oder? Meine Damen und Herren, Sven, bleib hier! Zum Glück ist es passiert! Endlich kann ich mal die Frage beantworten, die ich 621 Mal pro Tag gestellt kriege. Sagen wir mal bei Ida Schmidt, ja? Wenn da mal so was schief geht, dann wird doch euch geschnitten. Nein! Ja? Hier. Unser großartiger Kollege Sven hat, wie es sein Job ist, wie er es tausende von Male schon gemacht hat, die Getränke vorsichtig hier reingefahren und dabei sind ein paar Flaschen runtergefallen und zu Bruch gegangen. Ja, das kann doch mal passieren. Da gibt's doch keine Vorwürfe bei uns. Das ist doch normal, dass das mal passieren kann, wenn man vorher schon die Hälfte von dem Zeug gesoffen hat. Sven! Das ist auch völlig okay, ich helfe dir. Ich helfe dir. Das freut dich auch, oder? Bitte? Das freut dich auch. Na, ich finde toll, weil man sieht ja auch zum Beispiel, das ist ja wirklich wahr, das ist ja zum Beispiel eine Sondersendung bei Stern TV oder so, welche Flaschen gehen kaputt, ja, wenn sie runterfallen. Ja? Also guck mal, Orangensaft ist heile geblieben, wie wir sagen. Hier, was ist das hier? Tomatensaft. Toll, Flasche ganz geblieben. Das ist der neue Trend. Das sage ich mal bei Amekes Biotomatensaft. Das ist einfach öko. Das Glas bleibt ganz und die Flasche geht auf. Ja, super. Ja, das ist toll. Hier. Hier eine kaputte Coca-Cola-Flasche, was nichts daran ändert, dass Coca-Cola ein Weltklasse-Spitzengetränk ist. Boah, ist das toll. Ja, ja, ja. Und man kann immer ein paar Scherben brauchen bei einer solchen Gartenparty, denn es kommt ja meistens zu Eifersuchtsdramen während der Party. Irgendjemand möchte sich um die mitternächtliche Stunde die Adern aufritzen. Und dann ist es doch gut, wenn man sagt, kein Schatz, da sind die Scherben. Die bringen ja auch Glück. Die bringen Glück, ja, Mr. Harmony. So, ich helfe dir mal beim Rein. Bitte? Das Monitorkabel, ja. So. Geht's? Ja. So. Vorsicht. Das Monitorkabel war schuld. Hier die Cocktailkirschen sind auch gekippt. So. So, wo stellen wir es hin? Genau hier in die Mitte. So. Jetzt würde ich sagen, danke Sven, kein Problem. Hallo Harald, ich bin schwanger von dir und möchte. Achso, nee, das. Ja, so, manchmal krieg ich aktuelle Mails reingereicht. Ja, herzlich willkommen beim Thema Ich trinke nicht mehr, meine Damen und Herren. Und zwar, wir haben das vorab schon mal ein bisschen gecheckt. Jutta sehr aus, jetzt kann ich den Ort nicht. Ist das Rülzheim? Ja. Eine 7er Postleitzahl ist Baden-Württemberg, oder? Nein. Wo? Südpfalz. Oh. Jutta, Südpfalz. Da ist der Alkoholismus zu Hause. Kommen Sie runter. Ja, Jutta. Ja.
Herzlich willkommen, Jutta. Das mit dem Alkoholismus, ich meinte der Alkoholismus mit menschlichem Antlitz. Also nicht wie man es woanders hat mit sozialen Schäden und so, sondern man weiß dort zu leben, oder? Ja. Ja. Ja? Was ist der nächstgrößere Ort in der Südpfalz? Speyer. Ach toll, mit dem berühmten Dom. Ja. Ja? Ja. Was machen Sie für uns? Ein Caipirinha, Caipi. Oh, man sagt Caipi? Man sagt Caipi. Man sagt Caipi. Das ist auch eine tolle Überleitung, finde ich, oder? Dass ich sagen kann, von Caipirinha zu Caipflaume, nicht vergessen, Star Search-Finale am Wochenende. Oder? Ja, man muss die Chancen nutzen, wirklich. Was? Ich glaube, Caipirinha ist einer der Klassiker im Cocktailbereich, oder? Im Moment, ja. Absolut. Wie oft feiern Sie so eine Party? Wir hatten gerade eine Riesenparty im Moment, deswegen kann ich es noch, ja. Was war der Anlass für diese Party? Mein Lebensgefährte wurde 50 Jahre alt. Heute auch hier? Heute auch hier, ja. Herzlichen Glückwunsch! Ja. Wie viele Gäste haben Sie gehabt? 60. Also, Caipirinha. Ich knabber vielleicht mal ein paar Nüsschen nebenher. Aber ich hatte gecrushedes Eis bestellt. Gecrushedes Eis hatten wir auf dem Boden. Soll ich welches holen? Na, ist keiner. Haben wir gecrushedes Eis? Ja, ein Eiscrusher. Ein Eiscrusher. Was ist denn ein Eiscrusher? Womit du das mal? Ein sehr kleinerer. Machen Sie das dann selber? Ja, anscheinend mache ich das selber. Das gelbe Ding da. Ach, Helmut, hilf doch bitte mal. Ja. Ja. Du kannst damit zum Eiscrusher. Ich kann das Eis ja schon mal crushen. Helmut Zerlinger, oder? Oh! So, die Grundlage sind also. Sind das diese Limetten? Limetten, ja. Zitronen sind nicht mehr gut genug fürs Wirtschaftswunderland Deutschland, ja? Nein, wir brauchen Limetten. Wir brauchen Limetten. Kriege ich die problemlos überall? Ja, mittlerweile schon. Ja. In der Pfalz auf alle Fälle. So. Warten Sie, ich mach's Ihnen auf. Danke. Nicht, dass Sie verletzen. Nein. So. So, Rohrzucker, bitteschön. Dankeschön. Da nimmt man. Nicht so laut, Helmut. Für mich ist es auch schon spät am Abend, ja? Wie viel nimmt man da? Keine Ahnung, 2 Esslöffel. Ja? 4 Teelöffel. Also, es ist schon auch was kalorienmäßig richtig reinhaut. Mit Sicherheit. Ja? Das Ganze wird jetzt gestampft? Ja. Mit einem Mörser, heißt das so? Weiß ich nicht. Glaube, ja. Stößel. Stößel habe ich geschrieben. Stößel. Ja. Holzstößel. Holzstößel. Reicht das? Der ist extra von Sven noch geschnitzt worden. Das ganz, das ganz. Nein, wirklich wahr? Ja. Das muss. Nee, mein Glas, nicht erst. Soll ich schon mal was reintun? Nee. Da soll ich ja noch was machen? Das reicht doch bestimmt. Ach, ich kenne mich da auch. Ja, reicht. Das ist schon gut, ja? Ja, ja. So. So. Das heißt, jetzt haben wir drin Limetten und den Zucker, den genau. Rohrzucker. Ja? Haben wir schön verstößelt. So. Jetzt kommt. Jetzt nehmen wir, glaube ich, das Eis. Kommt mein Eis. Ja. Ja. Großen Löffel haben wir keinen, ne? Großen Löffel haben wir keinen, ne? Ich gucke mal, aber. Ne, ist leider keiner da. Das ist aber doch relativ aufwendig, wenn man 60 Gäste hat, 60 mal Caipirinha zu machen, so, oder? Ach, man macht's ja gerne in der Pfalz. Pitou bräuchte ich. Bitte was? Pitou oder Rum oder sowas? Pitou. Ein Rum. Ein weißen Rum? Ein weißen Rum. Haben wir Bacardi? Hier weißen Rum? Das ist ja nicht ganz weiß. Ich brauchte was Weißes. Ja. Liegt auf dem Boden? Nee, runtergefallen ist er nicht. Monin. Rohrzucker. Sirup. Wodka geht nicht. Glaube ich nicht. Nee. Bacardi? Weiß ich nicht. Bacardi ist ja eigentlich. Ach ja, hier, sieh doch. Das ist er doch. Bacardi ist ja eigentlich kein Rum. Was ist eigentlich Bacardi? Rum? Doch. Rum, ja. Ich dachte, das ist Bacardi, ist eigentlich ein Rum. Ja. Das sind 2 cl. Das sind nur 2 cl, oder? Ja, ja, das sind 2 cl. 6, glaube ich. Nein. Bitte 6? 6 cl. Also, halte, halte. Dann ist aber nach einem Schluss, wenn man noch fahren muss, oder? Wahrscheinlich. Sieht aber schon sehr professionell aus, finde ich. Ja, bitte? Zitronensaft, obwohl die Limetten schon drin sind, ja? Trotzdem, das ist noch ein Tipp für das Fein. Zitronensaft können wir frisch machen, ja? Aber. So. An diesen Nüssen, da kann man nicht mehr aufhören. Pistazien sind das. Ja, Pistazien. Hat man früher so aus dem Automaten gelassen. Da hat man so unten gedreht, weil es stand so ein Glas. Genau. Ist noch mit klar. Zitronen? Nicht viel. Ja.
Naja, nehmen wir halt mit. Und so ein schönes grünes. Ja. So, fein. Das sieht aber toll aus. Ja. Super. Prost. Müssen wir mal probieren? Hm? Mit Halm oder so? Nee, mit Halm. Mit Halm. Boah. Kriegen Sie einen frischen Halm? Können Sie oben mit Ihrem Partner zu Ende trinken? Ja? Vielen Dank, war tolle Sache. So, Dankeschön. Jutta aus der Pfalz. Jetzt, warte mal, kommen wir als Nächste. Diese Zettel, wo die, hier sind die Zettel, wo drauf steht, wer als Nächstes kommt. Als Nächstes kommt aus Hünxe Christina Prim. Das klingt toll, was Frau Prim macht. Wo ist Frau Prim? Hallo Frau Prim, kommen Sie runter. Das wird ein Hammer. Herzlich willkommen. Hünxe kenne ich irgendwie von der Autobahnabfahrt oder wo? Wo ist Hünxe? In der Nähe von Wesel am Niederrhein. Ah ja, genau. Ja. So, was machen Sie beruflich? Bankkauffrau Azubi. Oh, das heißt also natürlich nur nach Feierabend, was Sie. Ist das mit Alkohol, was Sie vorstellen? Ja, doch, also kann man variieren. Ein bisschen mehr oder. Sie machen es heute mit Alkohol oder ja, ohne? Sicher. Was machen Sie? Ja, also Schokokirsch, Amaretto-Likör, sowas in die Richtung. Selber ausgedacht? Ja. Bitte. Schoko. Brauchen Sie Eis? Nee, brauche ich nicht unbedingt. Schokokirsch Amaretta, Amaretto-Likör. Ja, Schoki Amaretto habe ich das gemacht. Schoki Amaretto. Schokolade und Kirsche. Mhm. Bitte. Sahne bräuchte ich einmal. Sahne. Noch flüssige oder schon geschlagene? Flüssige. Flüssige Sahne habe ich gerade noch gesehen, ist hier. Ah, da, ja, wunderbar. Ich mache sie mal auf, die gute Erlenhof-Sahne, so. Danke. Ja, aber die ganzen alkoholischen Getränke werden auch genannt, ja. So. Sahne in einen Cocktail ging für mich schon mal sehr gut. Ja. Nutella. Entschuldigung, mal Nutella? Ja. In den Cocktail? Ja, dann wird das richtig, danke schön. Schokolade. Dann nehme ich, glaube ich, 2 Aspirin dann. Ja. Also 2 Esslöffel weniger. Für Sie zu Hause einen guten Schuss Sahne, 2 Esslöffel Nutella. Ja. So. Mhm. Und Amaretto. Amaretto habe ich hier. Hier. Amaretto. Ja, danke. Ja, so einen guten Schuss. Also. Ja, machen Sie ruhig, das ist wirklich, wir haben noch einen Eigentümer. So. Auch geben Sie noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Ja, das ist ja wirklich Privatfernsehen hier, jawohl, so, ja! Sehr gut. Und Kirschsaft. Kirschsaft? Likör oder Kirschsaft? Kirschsaft. Kirschsaft, Saft, 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 Kirschsaft. Ja, hier, das ist Kirschsaft, gute Kirschsaft von Granini. So. So. Und das muss jetzt geschüttelt werden. Ja? Haben wir da wo haben wir denn das Becherchen vom Shaker? Oben ist das runtergefallen. Wir sind für so eine Kochsendung noch relativ stockend in den Bewegungen, aber emotional stimmt's bei uns. Haben Sie denn geklaut, Jutta, oder wie, wo ist der? Da muss doch was zum Draufsetzen geben. Ja, ja, aber der war doch gerade noch hier, das oder? Das war ein Glas und das ist, glaube ich, kaputt. Das war ein Glas und das Glas ist kaputt, kann das sein? Also passen wir mal so. Dann ansonsten geht das vielleicht hier. Ja, oder ich halte die Hand drauf und ich trinke es auch. Oh, oh. Ich finde, die Haare passen zum Getränk, oder? Ja, natürlich. Aber du trinkst es jetzt auch, ne? Ich trinke es. Ich trinke es. Oh. Ich sag nochmal, oh, 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 das sieht lecker aus. Oh. Was ist denn da reingefallen? War das noch ein Klumpen Nutella? Ja, aber das macht ja jetzt nichts, ne? Da ist jetzt drin Sahne, Nutella, Amaretto
Ja? Und Kirschsaft. Bitte genau. Ein bisschen Eis. Nee, nee, nee. Das Eis macht den speziellen Geschmack kaputt. Das schmeckt toll. Na, es schmeckt echt toll. Ich habe und da getrunken. Ich kann nicht so gut durch. Nee, es schmeckt wirklich toll. Ja, natürlich. Man sollte es nicht glauben. Na, das ist so ein bisschen Schwarzwälder Kirsch, ne? So Kirsch. Ja. Oder? Ja. Weißt du was? Ich glaube, was die Hölle ist bei diesem Getränk, ist, dass man vergisst, dass Amaretto drin ist und davon 5, 6 sich schon mal vor 21 Uhr gibt. Ja, klar. Und dann wird es schmerzhaft, oder? Ja, ja. Ja. Gut. Ganz toll. Wunderbar. Wirklich wahr. Ja, danke schön. Vielen Dank. Alles Gute zurück am Lieder. Haben wir noch Zeit für einen? Einen schnell. Einen schnellen. Einen schnellen. Ja. Alexander Siede aus Bornheim macht einen Sparkling Wodka. Herr Siede, ja, kommen Sie bitte nach unten, zügig. Wodka, Brause, Shaker, so, grüß Sie, hallo. So, Wodka Sparkling, das heißt Wodka, habe ich schon gesehen, hier, Wodka. Sie brauchen einen Shaker. Ja, das ist mehr Deko, aber... Brauchen Sie einen oder nicht? Es geht auch ohne. Also okay, ja, weil der ist jetzt natürlich voll mit diesem L'Oreal hier. Passt nicht. Ja, es ist weniger ein Longdrink, aber wir haben ja auch nicht viel Zeit. Eben, das gefällt mir, dass Sie mitdenken. So. Das sag ich mir und ja. Eigentlich am besten geht es einfach nur Brause in den Mund und dann den Wodka hinterher. Das ist eigentlich auch für uns besser, oder? Oh, die ist ja ein bisschen feucht jetzt schon. Die Brause? Vielleicht haben wir noch welche trocken, ne? Ja, die liegt natürlich schon eine Weile rum. Ja, aber es geht schon. Oh ja. Trockenere haben wir jetzt leider nicht, aber wir können es uns ja vorstellen, ja? Ja, sonst kann es auch passieren, dass man das wieder rauskommt. Das ist dann besonders spannend. Ach so? Ja. Also. Großartig, oder? Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz im Heiner Lauterbach-Wettbewerb. Herzlich willkommen, Jeanette Biedermann. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Dankeschön. Ha, hast du gerade gesehen mit den Cocktails? Es war großartig. Trinkst du auch Cocktails? Manchmal, ja. Hast du einen Lieblingscocktail? Ja, und zwar Melon Man heißt der. Melon Man? Ja. Das ist der Melonenmann. Genau. Das war mein Spitzname früher im Freibad. Lange her. Das heißt Melone und welche alkoholischen Zutaten? Es ist eigentlich ganz einfach, es ist Melone und Gin. Ach so. Ja. Also Melonensirup, Gin und Eis, ja. Glaube ich. Gin ist auch, glaube ich, von diesen härteren Getränken das Beste, was man trinken kann. Und neben Wodka, weil es ziemlich rein ist in der Herstellung. Also es ist nicht mit irgendwas drin oder so. Ich habe davon gehört, ja. Wie war deine Tournee? Großartig. Wie viele Städte, wie viele Auftritte? 61. Wirklich wahr? Mhm. Über ein Jahr hin oder am Stück? Ja, wir haben eigentlich jeden Tag en suite gespielt. Das heißt, wir waren ein halbes Jahr unterwegs. Ja. Und das war Open Air, das war in Hallen. Was war das so für einen Rahmen? Es war gemischt. Also wir haben die Tour begonnen im, oh Gott, März. Ja. Und da wäre es Open Air noch ein bisschen schwierig gewesen. Deswegen haben wir da die ganzen Hallen gemacht und jetzt zum Sommer hin dann eben Open Air. Wie kannst du sagen, so, was ist deine Hauptfangruppe? Wie alt sind die? Sind das mehr Jungs, sind es mehr Mädels?
Ich weiß es gar nicht so genau. Also es ist eigentlich sehr gemischt, muss ich sagen. Also bei den Konzerten sieht man wirklich, also wir haben so einen kleinen Babyring vorne, wo die ganz Kleinen reinkommen, dass die eben sehen. Wie alt sind die? Wie alt sind die? Das geht eigentlich gar nicht ums Alter, da geht es eher um die Größe. Also bis 1,40 darf man da rein, damit man eben was sieht und Platz hat. Und dahinter kommen dann die ganzen Älteren in meinem Alter und hinten stehen dann die Mamas und die Papas. Und die dann auch nach Hause fahren? Nein, die haben wirklich Spaß. Also es ist Wahnsinn. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Eltern ankommen nach dem Konzert und sagen, Mensch, toll, und hat uns auch Spaß gemacht und jederzeit gerne wieder. Aber da müssen auch Tausende von Jungs auf dich warten nach jedem Konzert. Schön wär's. Nein. Ja, bist du auch eine von diesen einsamen... Ja, du hörst es hier. Da bist du auch eine von diesen, die diesen Beruf einsam gemacht hat? Oder wie ist das? Nein, eigentlich nicht. Das heißt, du bist in festen Händen? Auch das nicht. Ja, was kann der normale Fan, worauf kann er sich einstellen, wenn er auf dich wartet? Mit CD, nimmst du dir die Zeit, für jeden zu unterschreiben? Oder nimmst du auch mal welche mit in die Hotelbar? Bar, nicht aufs Zimmer. ich nehme mir Zeit fürs Unterschreiben. Das schon? Ja. Ja. Aber über deinen Freund oder so weiß man gar nichts, ne? Ich habe keinen Freund, ich bin Single, nach wie vor. Es hat sich noch nicht viel getan. Seit dem letzten Mal? Mhm. Das sind 3 Jahre. Tja. Bist du katholisch? Nein. Musik ist ein Bereich bei dir. Sehr erfolgreich, ja, dann Schauspielerei und jetzt natürlich so diese Juryfunktion, das ist was ganz Neues, ja. Kann man da frei von der Leber wegreden oder kommt vorher der Sender und sagt, pass mal auf, da kommt jetzt eine, die ist ein bisschen hässlich, aber wir brauchen sie halt für die Models, weil einer muss rausfliegen oder so? Oder seid ihr in eurer Entscheidung vollkommen frei? Wir sind vollkommen frei in unserer Entscheidung. Helmut war ja da. Ich glaube, Helmut, du wurdest auch nicht irgendwie gebrieft vorher, dass du das und das sagen solltest? Nee. Das genau, also ja, wir sind wirklich echt free und können da wirklich sagen, was wir wollen. Was halt unsere Meinung ist, ist ja auch wichtig. Hast du persönlichen Favoriten? Ich habe einen Favoriten, aber ich sage ihn natürlich nicht. Das heißt, du bist mehr zuständig für die Musik, ja? Ja, schon. Aber natürlich gebe ich auch in den anderen Bereichen Punkte. Das heißt, auch in diesen Bereichen habe ich irgendwie ein bisschen Kompetenz zu zeigen. Das heißt Comedy und das heißt Schauspielerei? Comedy, Model und halt Gesang. Ja. Ja, diese beiden Models, die ich heute Morgen, die wirken aber schon ein bisschen, arg steif, die ich da gesehen habe, auf dem Dach bei Sat.1, oder? Du musst dich jetzt neutral äußern, aber... Vielleicht waren sie aufgeregt. Also ich kenne das von mir manchmal, wenn ich aufgeregt bin, dann kann es schon sein, dass man mal so ein bisschen steif wirkt. Ja, auf jeden Fall. Bist du noch aufgeregt? Ja, ich war gerade sehr aufgeregt. Bevor du hier rauskamst? Mhm. Warum? Ich weiß nicht. Ja, aber du siehst doch, es ist hier familiär, ich schmier mir Amaretto in die Haare und so. Also, das ist doch wirklich, bei anderen Shows ist das erst hinterher auf der Aftershow-Party oder so. Also. Aber jetzt bist du nicht mehr aufgeregt, jetzt oder? Ist das wunderbar, du hast mir meine gesamte Aufregung genommen. Ja, du hast ja auch wirklich eine steile Karriere gemacht. Das ist, glaube ich, 3 Jahre her, dass du das letzte Mal hier warst. Und das war dann so am Anfang, man konnte schon sagen, das geht gut los. Aber es ist ja, du bist ja eine der populärsten jungen Allrounderinnen, sag ich mal, so in deinem Alter. Dankeschön. Darf ich mal fragen, wie alt bist du? Ich bin 22. 22? Mhm. Und du bist ja eigentlich schon Ewigkeiten dabei für diese Branche, oder? Es sind jetzt knapp über 3 Jahre. Ja? Ja. Und hast du auch so Pläne wie andere? Viele andere sagen dann, nein, ich möchte mich nicht verheizen lassen und ich möchte eine Familie gründen oder ich möchte auch journalistisch arbeiten. Hast du so ein Ziel, wo du hin willst in dem Job? Ich will auf jeden Fall eine Familie haben, aber dazu brauche ich, wie gesagt, auch erstmal. Ja. Aber ich habe ja Zeit. Mit 22, oder? Ja, auf jeden Fall. Und beruflich, gibt es da konkrete Pläne jetzt für so das nächste Jahr? Also momentan ist so viel los, dass ich wirklich mich darauf beschränkt habe, ein gegenwartsklarer Mensch zu sein, weil es ist einfach so wahnsinnig viel. Aber ich kann sagen, dass schon ein neues Album auf jeden Fall geplant ist. Aha. Für den Winter, also für November, Dezember. Und natürlich dazu auch eine Single und nächstes Jahr wieder eine Tour. Und wir wollen mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin, eine schöne Unplugged-Session irgendwie zu machen, was wir dann auf DVD auch irgendwie noch haben. Also wir müssen mal gucken. Ja, das wäre doch mal was, oder? Mhm. Wo lebst du? Ich bin Berlinerin. In Berlin gibt es doch sicher genügend Clubs, wo man sowas machen kann. Auf jeden Fall. Wir haben auch schon mal eine Unplugged-Session in einem Club gemacht, aber den haben wir eben nicht mitgeschnitten. Deswegen. Schade. Mhm. Weil ich habe so Auftritte von dir gesehen und so meinte, das geht schon gut los, wenn du da auf der Bühne bist, ne? Dankeschön. Doch.
Überrascht dich das? Ach, ja, schon. Also, es ist ein nettes Kompliment. Ich nehme das gerne. Nein, das ist so. Und ich meine, ich denke auch von allen Seiten wird an dir gezerrt und so. Jeder will, dass du irgendwie für die was machst. Und in so einer Sache ist ja auch nicht einfach, dass man sozusagen mit dem Image auf dem richtigen Ticket fährt. Ja? Also, ich denke, das machst du schon ganz clever. Hast du einen Manager? Ja, na sicher. Der berät dich gut? Der berät mich sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist auch dazu noch mein bester Freund. Also wir sind wirklich alle, ja man kann sagen, so wie hier, wirklich eine Familie und wir haben viel Spaß miteinander. Hier täuscht es, aber hier ist die Hölle. Ja. War sehr schön, vielen Dank. Danke auch. Viel Erfolg, viel Spaß im Finale und ich freue mich, wenn du mal wiederkommst. Ich würde mich auch freuen. Jeanette Biedermann, meine Damen und Herren, Dankeschön, gute Nacht.